Und jetzt hinein in die vorletzte Kurve. Das ist eine leicht überhöhte Steilkurve, die gleich, wenn es in die Zielkurve hineingeht, sogar noch ein paar Winkelgrade mehr bekommt. Genau wie am Ende der Start- und Zielgeraden, auch dort eine leichte Steilkurve. Sehr ungewöhnlich für uns, die wir nur den Motorsport in Europa kennen. Und jetzt die letzten Meter vor der Startampel. Christian Danner, er wird die Pace machen. Sehr früh ist auf grün geschaltet worden vom Renndirektor Roland Bronserade. Und jetzt ist die Frage, wer bremst gleich diese unglaublich enge Stelle am Ende der Start- und Zielgeraden als Erster an? Ist es Christian Danner oder JJ Lechto? Lechto war außen. Das ist eine ganz langsame Passage. Sehr steil geht es dort bergab. Und mit viel Disziplin ist diese Stelle, vor der sie alle so viel Bange hatten, bewältigt worden. Und unsere beiden Meisterschaftsaspiranten, die sehen Sie hier im Bild. Manuel Reuter, die 7, und Bernd Schneider im silbernen Mercedes mit der Startnummer 1. Vorne Danner, dann die Attacke von Alessandro Nannini auf den Finnen JJ Lechto, vorerst einmal abgewehrt. Und ich glaube es kaum, auf Platz 4 fährt im Augenblick Oliver Gavin, der junge Engländer im Team von Just, der beim letzten Rennen noch pausieren musste in Hockenheim, als der Japaner Sekiya fuhr und jetzt wieder mit dabei ist. Also im Augenblick ist es pari zwischen Manuel Reuter und Bernd Schneider. Davor die Alpha-Meute. Das ist kein guter Platz, den die beiden dort haben. Dann die beiden Zacks mit Calibra und einer der Alpha dreht einen Calibra rum. Sie haben es gerade noch im Hintergrund gesehen. Ich glaube, es war Klaus Ludwig, der rumgedreht wurde. Nein, es ist Uwe Alsen gewesen, weil Ludwig fuhr gerade durch. Und jetzt geht es drunter und drüber. Dort ist einer eingeschlagen und zwar ein Opel, oder? Das ist Ludwig. Das Auto von Alsen, das muss das Auto von Uwe Alsen sein, der dort in Reifenstapel bzw. in die Werbetafel eingeschlagen ist. Und ich nehme einfach mal an, das ist die Folge von dem Alfa Romeo Rumpler, den wir vorhin gesehen haben. Alessandro Nannini, er fährt hinter JJ Lechto. Das sind die Plätze 2 und 3, jetzt wo es wieder zurückgeht in Richtung Start und Ziel. Und schauen Sie mal, was Christian Danner an der Spitze des Feldes macht. Und dass das aus für den Betzdorfer, für Uwe Alsen, der mal wieder an diesem Wochenende so gut sortiert war, wie an allen Meisterschaftswochenenden in diesem Jahr zuvor, der aber halt einfach kein Glück gehabt hat. Und das ist unsere Reihung auf den ersten 6 Positionen. Gavin ist draußen. Gavin verspielt seinen sauberen 4. Platz. Oder hat ihm dort jemand beim Spiel geholfen? Ist die Frage. Da liegen ein paar Teile rum. Da sah man gerade noch so ein schwarzes Teil. Und ich glaube, der ist mit Ludwig aneinander geraten. Und das wäre natürlich hochdramatisch. Denn Sie sehen dort den zweiten gelben Zacks mit Calibra, mit hochstehender Fronthaube. Und das ist definitiv die 17. Das ist Klaus Ludwig. Müssen wir uns eventuell in der Zeitlupenzuspielung gleich noch einmal anschauen. Und um Gottes Willen, die stehen ja doppelstöckig dort. Nicht nur Uwe Alsen, sondern auch die Startnummer 18, nämlich der Italiener Gabriele Tarquini. Und da sehen Sie, wie das geknallt hat. Zumindest noch die Schlussphase. 14, Fisichella war ebenfalls involviert. Und das sind für mich alles sehr logische Folgen der sehr, sehr feuchten Fahrbahn im Augenblick hier in Interlagos. Eindeutig, Ludwig und Gavin sind sich ins Gehege gekommen. Das ist die zweite Situation gewesen. Und da sieht es aus wie auf einem mittleren Schrottplatz. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die Rennleitung macht. Bis dato ist zumindest hier bei uns bei Start und Ziel noch keine Entscheidung in Form einer roten.